Hallo, wir sind The Crazy Hobbyists und wir zeigen euch heute, wie man eine SST-Drucktankrakete baut. Das ist im Grunde genommen ganz einfach. Ihr nehmt euch am Anfang mal eine dickwandige PET-Flasche und markiert als erstes mal, was ihr von der Flasche wegschneidet. Ihr braucht insgesamt 3 Flaschen für einen SST-Drucktank und von einer Flasche braucht ihr nur das Mittelstück und von den 2 anderen Flaschen müsst ihr nur den Deckel wegschneiden jeweils. Wie man das macht, ist eigentlich ganz einfach. Ihr nehmt euch die Flasche und legt ein Papier einfach drumherum. Schaut, dass die Enden halbwegs aufeinander passen. So. Mal schön schauen, dass es erst nach dem Wulst halt beginnt. Dann legt es so halbwegs auf eine Ebene. Schaut noch, ob so passt. Schaut ganz gut aus. So circa. Dann nehmt ihr euch einen Stift und fahrt hier einfach mal entlang. Abmachen und ihr habt schon eure Naht. Das macht sie jetzt bei allen Flaschen, die ihr braucht und wir sehen uns gleich wieder. Okay, und wenn ihr fertig seid, sieht das Ganze so aus und ja, wenn ihr soweit seid, können wir auch schon mit dem Schneiden beginnen und das folgt jetzt. Zum Schneiden verwendet ihr am besten einen Dremel mit einem Trennscheibenaufsatz und das Schneiden selbst geht eigentlich sehr schnell von der Hand. Ihr könnt das Ganze auch mit einer Schere schneiden, allerdings erspart ihr euch durch den Dremel einfach enorm viel Zeit. So, wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. So schnell geht's und so schnell ist der Deckel der Flasche ab. Wenn ihr alles fertig geschnitten habt, sieht das Ganze so aus. Ihr habt ein Mittelstück und 2 Enden. Diese 2 Enden werden anschließend so mit dem Mittelstück verbunden und ihr habt euren Drucktank. Der nächste Schritt ist das Entgraten der Kante. Ihr nehmt euch ein Stück und seht, hier habt ihr so einen Grat. Den könnt ihr auch mit dem Finger ein bisschen abziehen und gegebenenfalls mit einem Stück Schleifpapier abschleifen. Dies ist wichtig für die nächsten Schritte, die folgen. Für den nächsten Schritt braucht man kochendes Wasser oder sehr heißes Wasser zumindest und seine zurechtgeschnittenen Flaschen. Die tunkt man ca. 3 cm in das heiße Wasser ein. Ca. 5 Sekunden. Und dann verengt sich die Flasche. Das sieht man dann erst später, das muss man ein paar Mal machen, bis es wirklich funktioniert. Verengt sie sich gleich. So dass sie dann anschließend in das Mittelstück passt.
Dazu muss man allerdings noch diese Ränder abschleifen. Wenn ihr die Teile fertig abgeschliffen habt und verdünnt habt, dann könnt ihr nun das Mittelstück nehmen und das Ende jeweils hineinstecken. Am Ende soll der komplette Drucktank dann so aussehen. Zum Kleben der Teile verwendet ihr am besten Ponal Pur 12 Leim. Dieser ist im Internet erhältlich und ist ursprünglich ein Holzleim, ist aber auch sehr gut für Wasserraketen zu verwenden. Bitte zieht euch zum Kleben Schutzhandschuhe an, da der Leim die Haut angreift. Gut verdrehen und gut hineinpressen. So, das Ganze macht ihr jetzt noch mit der anderen Seite.